Ja, die Selbstzerstörung der CSU. Eigentlich kann man den Titel so lassen und das Video brauchen wir uns gar nicht angucken, weil machen die ja selber, ne? Da braucht man eigentlich auch gar kein Video zusammenschneiden. Ich würde einfach von der CDU oder von der CSU würde ich einfach ein Statement, wenn die gerade im Bundestag eine Tagung haben, über einen Gesetzesentwurf sprechen. Sollte man einfach das, was die da labern, unaufgefordert, ungeschnitten hochladen. Das reicht ja schon als Zerstörung. Ne? Man braucht da keine YouTube-Kacke zu machen, aber ihr wolltet das, deshalb, ne? Gucken wir uns das mal an. Servus und herzlich willkommen zur CSU, Greta. Ist das nicht den kenne ich doch, Mann. Der soll jetzt so ein bisschen frischen Wind in die CSU reinbringen und der ist so ein bisschen der Social Media Praktikant, also der soll ein bisschen mehr jüngere Wähler anlocken und ein bisschen mehr erklären und sowas. Bin total beschissen, ne? Wer sagt sich, also stellt euch mal vor, ne? Ihr seid mal außer, ihr seid mal nicht auf YouPorn, sondern ihr seid mal auf YouTube. Dann gibt es so einen, ach, was will ich denn heute gucken? Ach ja, stimmt, die CSU hat ja jetzt einen Kanal. Gucke ich mir das so mal an. Über was für ein Thema reden die heute? Steuern. Oh ja, das gucke ich mir an. Das geht 5 Stunden. Steuern finde ich interessant. Ich könnte eigentlich jetzt mit meiner Freundin hier. Aber nee, Steuern finde ich interessant. Gucke ich mir heute an. Hol ich mir Chips und dann geht's los. Macht doch kein Mensch, oder? Ist scheiße, die Grünen sind scheiße, die Unteilbar-Demo ist auch scheiße und die Grünen sind immer noch scheiße. So, das Ja, war's das für stimmt. heute. Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag, nach der kein Arsch gefragt hat. Ich bin der Ja. Armin, ich bin ein richtiges Gesicht. Und meine Geburt war ein krasser Fail. Und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Ich bin auch ein Los, los geht's. Klimaikone Greta Thunfisch ist diese Woche in New York angekommen. Ziel der Reise war unter anderem zu. Ob das jetzt wirklich jeder so machen kann wie die Greta? Und? Na klar, Klima noch. ich bin auch, dass wir ja mehr für die Umwelt tun. Ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde nicht unbedingt, die hat es ja mit einem Schiff gemacht. Ich würde nebenbei ganz viele Plastikflaschen mitnehmen und sagen, nee, aber die Plastikflaschen, die bleiben und es soll noch mehr produziert werden, dass ich immer reicher werde. Ne? Stellt euch mal vor, ich würde die ganzen Plastikflaschen in Deutschland, hätte ich ein bisschen zu tun, ich weiß, aber ne? Ich bin ja der Plastikflaschenkönig, klauen, an mich nehmen und irgendwann so scheiße. Die haben keine Plastikflaschen mehr. Da müssen die neue produzieren. Das ist viel, viel schlauer als Geld zu drucken. Weil somit kommt wieder mehr Geld in die Wirtschaft durch die Plastikflaschen. Denkt mal drüber nach. Neutral. Klimaneutral. Wäre Das Greta Geräusch gerade. einfach in die Das war USA doch geflogen, von. wäre Greta. Das war ein Villager von Minecraft. Jetzt will ich aber hier nie in den Kommentaren. Woher weißt du das? Ich hab's gehört, ja. Da unterm Von Strich jemandem. einfach in die USA geflogen. Dabei mit Dennoch, guter Ansatz. Denn bei uns im Bundestag versuchen die Grünen es erst gar nicht klimaneutral. Sie scheißen direkt in den Flieger. Und das auch mehr als alle anderen. Alles ist ein dichter Nebel gehüllt. Thema. Ja, und andere Politiker nehmen sich einen Flug während der Corona-Zeit und denken sich, ja, oh, scheiß drauf, ne? Ich bin Politiker, ich kann mir erlauben, was ich möchte. Letzten Samstag gab es in Dresden ja die Unteilbar-Demo. 35 Menschen sind nach Was von wann ist denn das? Veranstalter gekommen, um friedlich für eine besoffene und breite Gesellschaft zu demonstrieren und mit ihren Kochs die Veranstalter zu penetrieren. Aber Moment,
schwarze Kinder zu fisten, war ausdrücklich nicht erwünscht. Gehört das jetzt nicht zu unserer freien Gesellschaft? Oh, Alter. An all die da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das ist der Fall. Die GroKo ist behindert. Das wussten wir schon lange. Kostprobe gefällig. Ich auch. Wir haben das Kinderfreibetrag erhöht. Brille gekauft. Jetzt die Kindersoldaten auf den Weg gebracht. Jetzt hat uns die Bundeswehr gefragt, warum man an den Verhandlungen dazu... Weil ganz ehrlich, dafür braucht man noch keine Politik. Das treffe ich mich mit ein paar Leuten und hier kommen wir, bringen mehr Kindergeldbeträge raus oder erhöhen die Kindergeldbeträge. Dadurch müsste ich mit meiner Partei, die nenne ich die Pfandflaschenpiraten, mit denen müsste ich nie 3 Jahre diskutieren, wenn wir die stärkste Macht sind und wo zum Beispiel der Bundeskanzler von unserer Partei ist. Ne, und wenn die anderen dagegen sind bei einem Gesetzesentwurf, ne, wenn die dagegen stimmen, dann war es das letzte Mal, dass sie dagegen gestimmt haben, weil dann sind sie tot. Einfach weg, einfach nicht mehr da. So, ne? Deshalb, also ich brauche dafür keine... Rentenbeitrag, ja, soll man den erhöhen? Ich würde erstmal, also wichtiger wäre es, bevor wir den Rentenbeitrag erhöhen, wäre es doch wichtiger, die Diäten zu erhöhen, weil wir arbeiten so hart, das ist, ach nee. Nee, also erst die Diäten erhöhen, weil dann haben wir mehr Puffer, mehr Geldpuffer und wir können besser leben und dann können wir über die Rentenbeiträge reden. So geht's ungefähr so ab. Nur die CSU beteiligt. Ja, warum denn wohl? Genau. 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 Wenn ja, also genau. Mal wieder jemand in eurem Umfeld richtig kosten will, schickt ihm doch einfach einen Link zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder? Like, kommentiert und teilt. Wäre jetzt geil gewesen, wenn jetzt hier ne, so genau und hier steht dann so ein Einbrecher. Genau. Klau mal ruhig. Nein, der Käse ist Schnauze! On the road to return post. Lava toast. You might fall. Ja. Das ist super geil. Ich bin zwar immer noch der Meinung, man muss daraus keine YouTube-Kacke machen, weil das machen die irgendwie selber, produzieren die selber. Wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Boah, Alter. Scheiße, warum habe ich ihn die letzte Sekunde mir angeguckt? Oh Scheiße, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja. Ich habe damit halt nur gerechnet, dass sowas jetzt nochmal kommt, ne? Vor allem nimm den Flieger und dann Scheiß. Oh Scheiße. Oh nee. Oh nee. Bis zum nächsten Mal.